Hallihallo, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Trine 2 Together, Part 7, wenn es mich nicht täuscht. Und wir werden schon angegriffen. In der letzten Folge haben wir uns hier durchgekämpft und ballet den mal ab. Und wir wissen immer noch nicht, was mit. Au! Ah, da ist ja noch einer. Hallo! Und da ist noch einer. Oh Gott. Jetzt geht's aber los hier. Ah, ich ball Kisten nicht. Wo kommt die alle her? Ist ja ein guter Anfang hier. Ach, falsch. Schnapp ihn dir. Ich wollte den hier. Wo kommt der alle her? Die springen wie aus den Bäumen oder so. Geh weg, du. Oh, meine Kiste ist tödlich. Deine Kiste ist tödlich. Oh, ich hab was das? Ich hab so geile Kisten. Hier oben ist übrigens ganz viel Secrets. Ganz viel Secrets? Ganz au. Ganz. Oh, und wieder ein so. Im letzten Part gab es auch ganz viele solcher. Ich hab die Shop-Uhr übrigens nicht gestartet. Oh. Gerade noch drüber gesprochen vor der Aufnahme. Ich hab aber dran gedacht noch. Hier geht's. Wir haben mit der letzten. Ja, warum wird das hier nicht weg? Das, kannst du es nicht bewegen? Das klemmt. Da, jetzt. Oh. Meine Fläschchen. Nein! Kannst du das andere auch jetzt noch rausholen? Ich komm da nicht rein. Ah. Aber in der letzten, im Part 7 gab es ja auch ganz viel solcher lustigen Riesel. Warum geht das nicht? Bumm. Ich probier mal hier das wegzuschieben. Das hängt. Das hängt? Was hängt denn? Kannst du nicht einfach hier eine Kiste hinstellen, dann können wir da drauf und rüber springen. Ach Menno, immer musst du es so leicht machen wollen. Das Leben ist nicht leicht. Ich tue schon mal das Rohr hier runter. Kann es sich aber leichter machen. Nee. Kannst du jetzt mal hier eine Kiste hinstellen? Kannst du mich? Ja, erstmal muss ich hier hoch. So, und dann kann ich schon mal die Kiste hier. Was ist das? Was macht der? Ach, da unten ist. Da unten ist noch ein Hebel. Müssen wir beide Hebel drücken oder so? Ey, ich komme hier nicht mehr durch. Warte, ich schieb schon mal hier das Röhrchen zurecht. Hier ist ja noch ein Röhrchen. Okay, das Röhrchen ist. Wofür haben wir jetzt die Hebel hier? Weiß ich nicht. Ich habe hier ein Röhrchenproblem. Wofür willst du jetzt das Feuer nach unten lenken? Weiß ich nicht, aber es muss ja irgendwie Sinn haben. Drück mal auf den Hebel. Hebel benutzen? Ja. Zieh. Ah, jetzt geht das Tor auf. Okay. Jetzt brenne ich durch. Bleibt das jetzt offen? Yep. Bleibt das jetzt auch offen? Yep. Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Ach, und ich habe das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Ich finde vor allem meine Flammenwand hier echt cool. Was war das? Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Okay, Frau Blume. Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die mein Menschen Gott. Hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Also ich muss sagen, hätte uns mehr erzählen sollen. Ist doch einfach. Wir suchen ihre Schwester. Ja, führen wir eine Befragung bei allen Blumen im Wald durch. Was wolltest du sagen? Moment. Ja, dass die Gedankengänge der drei Charaktere, also mein Gedankengang hat mehr auf Soja gepasst. Ja, ich war eher bei Amadeus, der das alles als Mist abstempelt. Okay, wir sollen die Schwester dieser Blume, die ich tot ist, und soll mal alle Blumen befragen. Ich sollte mal sagen, ich mache hier hinten die und du machst die da, okay? Gut. Hallo, Blume. Hast du eine Schwester? Eine Schwester, die. Gott, wie soll ich das beschreiben? Blumig ist. Okay. Die blumig ist? Die. Ah!
Ach Gott, ich dachte, das wäre ein Gegner. Ja, Blume! Oh, immer musst du brutal sein. Wie sollen wir jetzt die Schwester finden? Vor allem, Etwas riecht hier falsch. Diese Gaswolke, sie stinkt nach Tod. Bleibt besser weg von ihr. Entschuldigung, ich konnte es nicht halten. Mann, ey. Tut mir leid. Lass mich mal, ich will mal das hier freischießen hier unten. Schisser. Pass auf! Willst du mich umbringen? Nein, ich will die. Gott, du musst aufpassen. Das ist alles giftig hier. Ja, und die Plattformen, die kippen um. Ich bin tot. Oh, kacke, ich bin auch bald tot. Aber wir haben ja noch. Du hast noch Amadeus. Pontius. Nicht Amadeus. Wo bin ich denn jetzt? Du bist dahin. Ich bin jetzt am Finden. Warte. Nein. Okay, ich bin tot. Ich habe einen Gegner und du bist tot? Ja. Yep. Du brauchst einen Checkpoint. Da hinten ist einer, vorne. So, ich schmeiß den mal hier unten in das Gift. Jetzt stirbt der auch. Toi, unten ist noch mehr Gift. Was soll ich denn da machen? Siehst du, was ich sehe, oder siehst du? Ja, ich sehe gerade, was du siehst. Gut. Dann und ich würde gerne mitspielen. Nö. Vergiss es. Ich bin nämlich auch bald tot. Ouch. Ja, safe. Da oben war aber noch was. Wo denn? Ich sehe Gegner. Ja, zurück. Ich wurde getroffen. Gegenseitig abgeschossen. Ich habe mir gerade einen Headshot verpasst. Dir oder wem? Mann, ich habe jemanden verpasst. Du kannst nicht hier hoch. Ich bin hier drinne und das hat keinen Sinn. So. Gegner. Ich stehe auf dem Gegner drauf übrigens. Ich habe einen Schatz gefunden. Was ist da drin, ne? Sammlergedicht gefunden. Liest du vor? Ich habe ja die letzten vorgelesen. Ich bin gerade gefallen. Okay, Moment. Der Typ liest das erste Mal vor, warte. Das dunkle Moor. Das Schwestertalent mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen, da werden wir 9. Was hat er gesagt? Das macht keinen Sinn. Ich bin durch Leistungskurs, aber ich habe da keinen Interpretationssinn. Das macht alles keinen Sinn. Macht alles keinen Sinn. Vor allem, wie heißt die Schwester von Frau Blume? Vor allem, Uschi. Mrs. Blume? Uschi. Wie sollten sonst Frau Blume heißen? Ja, die eine heißt ja Frau Blume. Wie heißt ihre Schwester? Uschi. Magdalena. Uschi. Kerstin. Das weiß ich. Kerstin. Das ist die Gerst. Ich komm. Gertrud. Die Margarete. Ich auch. Ich brauche aber noch einen. Dann kann ich 3 Objekte. Ganze 3 Objekte kann ich dann bauen. Und malen. 2 Punkte habe ich. Oder Monsterkerker. Ich setze dann einen Monsterkerker. Was auch immer das ist. Ich brauche noch einen Punkt. Gibt's da oben noch ein Secret? Kannst du das Secret auch mal aufheben? Aufheben soll ich das Secret? Ich mach dir mal, wenn du möchtest, kann die Kiste hin. Damit ich da nicht mehr hochkomme? Ja, genau. Mensch, du bist klug. So, Leute, das kommt. Alter Mann. Kann ich da irgendwo hoch? Nee, aber springen. Da. So, ich hab beide. Pass auf, da unten sind Stacheln. Das bräuchte ich hier noch wieder. Mensch. Kisten maulen. Au! Ach. Ich hab meinen Hammer gebrochen. Wie oft wurde dir gesagt, du sollst aufhören, deinen Hammer rauszuholen, wenn's nicht angebracht ist? Aber ich wollte doch! Nein! Aus! Ich frage mich eigentlich, warum ich diese komischen Planken habe. Da sind noch 2 Fläschchen. Ja, ich weiß, ich komme da aber auch nie lang. Ups, au. Moment. Wenn ich genau. Aua. Du musst. Genau, wenn ich da reinspringe. Du musst das perfekte Timing haben. Genau, wenn ich reinspringe, musst du unter mir eine Platte zaubern, damit ich abspringen kann. Okay. Gut. Okay. Und warte. Und. Jetzt! Da warst du nicht mal irgendwie. Das war ja gar nicht mal. Du warst überhaupt nicht so mal in der Nähe davon. Okay. Moment. So, und, hopp, nein, du bist jetzt nicht gesprungen. Verarscht mich nicht.
Ah. Das geht nicht. Au. Kann man da nicht irgendwie anders hoch? Warte, ich kann was anderes machen. Ach so, kannst du hier runterschubsen? Ja. Ah. Da oben ist aber auch nichts, wo ich mich festhalten könnte. So. Ah! Nein! Da ist eine Flasche weg. Nein! Nein! Die sind alle... Nee. Autsch, 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 autsch. Schattierst. So, ich hab gelitten. Ich bin in blutiges Ding reingegangen. Und hier ist sowieso gespeichert Point. Hopp. Hier lacht schon wieder. Ah, 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 ah. Hier sind wieder die Eier. Eier. Die giftigen Eier. Die giftigen Eier. Ein Überraschungsei. Ah, ah, ah. Ich bin tot. Du bist... Ah, ah, nein. Ach, hier ist sowieso ein Speicherpunkt. Bin mir blöd. Moment, wie kannst du das Ding nicht bewegen? Ja, kann ich. Hier. Ja, lass los. Ah, oh, nein. Nein. Ah, nein. Du musst deine Wünsche etwas präziser ausdrücken. Ich bin drüben. Super, und ich? Ah, oh, ich habe ganz viele Gegner. Oh. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin nämlich tot. Kommst du irgendwie rüber? Ja, ich vor allem frage ich... Nee, ich komm nicht rüber. Die buggen irgendwie hier ein bisschen. Was machen die denn? Ah! Was macht ihr da? Sterbt alle! Ach gut, hier ist ein Speicherpunkt zum Glück. Komm. Zack. Wieso bin ich wieder auf den normalen Pfeil? Ich will meine Feuerpfeile haben. Achso, die kannst du ausrüsten, ja. Weil ich weiß, du gestorben bist. Out! Wer ist gestorben? Du bist jetzt ich. Ah, 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 stirb! Da unten ist noch ein Gegner. Der ist mir egal, ich will hier Hebel. Ach, und da ist Gift und Stacheln. Ich will Hebel alles bewegen. Oh ja, ich sterbe. Guck mal, wo ich bin, ich komme da nicht mehr raus. Wo hängst denn du schon wieder fest? Ich komme da nicht mehr raus, ich muss sterben. Da unten ist noch ein Gegner. Ah. Ja, den wollte ich ja umbringen, aber der hat mich nicht. Warte. Da kommt man ja gar nicht ran. Hey. Ich bin tot. Nicht gut. Nicht gut. So, jetzt lebst du wieder. Warte. Heb mal, ich mach mal den Hebel hier. Und du springst von der Plattform ab. Moment. Super. Du bist durch. Bei mir durch die Plattform durchgerutscht. Achso, ich nicht. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Oben ist da oben unten noch was, oder? Da unten kannst du mit Amadeus was, mit der Lüftung machen. Da oben ist übrigens noch was. Ja, aber ich glaube, oben ist der richtige Gang. Moment. Ach so, echt? Ja, hier sind noch ein paar Fläschchen, die ich jetzt noch einsammle. Bei oben sind auch noch ein paar Fläschchen. Genau. Amadeus, Amadeus. Ah, Amadeus. Aber sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr. Das ist falsch rum. Was mache ich denn da? So... Ich glaube, du kannst das wieder ins Wasser machen, dann kommen da wieder ein Blubberbläschen raus. Nee, das war mit Feuer, ne? Das war mit Feuer. Das war Feuer, das war nicht Wasser, oder? Nee, ich glaube, man muss das so machen, dass man da hochschwingt. So glaube ich. Obwohl das keinen Sinn macht, weil du kommst da ja eigentlich hoch. Also, vor allem, weil man da auch überhaupt nicht so hoch kommt. Ey! Ja, da kommt man gar nicht so hoch, ne? Einer muss die Plattform jetzt bewegen. Doch, bewegt man die Plattform. Moment, 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 Moment. Weil ich kann So, und komm, Soja, drück, drück, drück. Drück, Soja! Drück! So, hast du da irgendwie einen Hebel? Nee, aber ich könnte eigentlich, wenn ich sehen würde, was da hinten ist, könnte ich eigentlich den Hebel von mir aus bewegen. Ich bin ja Magier. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe die Kugel. Doch, hier, ich sehe ihn. Warte, noch ein bisschen. Nee, der ist leider... Ich komme nicht ran. Müsste ich zu weit laufen. Kannst du dich... Ah! Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Das ist kompliziert. Ha. Also ich könnte das... Nee, ich könnte ihn irgendwie... Lass mal los. Ich könnte ihn nämlich... Ich kann ihn nicht anfassen, den Hebel. Also da muss jemand stehen. Aber er hat eine bestimmte Zeit, dann hört er auch auf. Ja, aber das ist... Moment. Könntest du das nicht nutzen? Nein. Ich glaube nicht. Ich bin, glaube ich, zu langsam dafür. Die Frage ist, man muss ja das ganze Spiel aber auch alleine spielen können. Ne? Also so unbedingt ist es ja nicht ausgelegt, dass man da unbedingt zu zweit da was machen soll. Das stimmt wohl.
deswegen frage ich mich, wie kann das, wie würde ich das jetzt alleine lösen können? Oh, Moment. Mehr magisches Wasser. Da komme ich gar nicht hoch. Kriegen wir Riesen-Erdbeeren. Riesen? Du kommst ja jetzt nicht hoch, ne? Nö. Aber die labern gerade. Schnecken und Frösche hier in der Gegend. Kannst du hier nicht eine Kiste zaubern? Und dann? Und dann auf sie drauf. Das funktioniert doch nicht, haben wir schon mal probiert. Du musst die Plattform dann für mich hochbewegen, das ist das Problem. Aber dann komme ich ja nicht mehr hoch. Musst du das? Ja, muss ich. Ach, vor Gott, immer diese. Vor allem hinten ist ja auch noch. Oh mein Gott, was ist mit mir passiert? Ich habe hier auch ein Secret gefunden. Wie? Ja, wo bin ich? Ach, guck mal, da ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste gefunden. Schon wieder? Bist du halt der Kisten. Unser Kistentyp. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Ich sammle hier oben mal die Secrets ein. Aber ich glaube, die Kügelchen können wir uns jetzt nicht mehr teilen, ne, wenn du die jetzt einsammelst, oder? Ich habe aber für die auch ein paar Punkte bekommen. Aber ich komme da nicht hoch, ich brauche, glaube ich, dich. Oh, wie romantisch. Wie romantisch. Aber wie? Ach, die kommt jetzt, was hast du gerade gemacht? Wie? Die Plattform ist gerade kurz hochgegangen, was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich stehe hier, bin bei dir. Ach so, Moment, wenn die Plattform runtergeht, dann geht die andere hoch. Also musst du dahinter. Dann stelle ich mich mal hier hin. Ah, nein. Ah. Oh, ist eine ganz große Flasche. Bam. Aber ich hab 43 jetzt. Oh, ein Sammlergemälde. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ich auch. Nicht schlecht. Sieht sehr schön aus, obwohl der Typ ein bisschen hässlich ist. Also. Sehr männlich, mit seinem dicken Bierbauch. Oh ja, ein typischer Bayer. Das habe ich jeden Bayer beleidigt. Oh nein. Ein typischer Alu. Ein Alu. Wenn er das hört. Oh Gott. Nein, das hast du gesagt, nicht ich. Ich hatte mit nicht ja, ihn gemeint. Wie kommen wir denn jetzt hoch? Ich weiß nicht. Die Folge ist übrigens auch bald zu Ende. Oder ist schon zu Ende. Moment, wie hoch komme ich denn? Kann ich mich nicht so hochschwingen? Kommst du da nicht hoch? Ich komme nur bis dahin. Bis zur Plattform. So. Musst du da nicht? Ja, wieso kann ich hier stehen? Ich glaube, das ist ein Bug. Achso, ich fliege. Achso. Ich glaube, das ist ein Bug. Verlass dich nicht auf Bugs, die sind nicht wichtig. Verlass dich nicht auf Bugs. Kann man die Rohre irgendwie anders? Nein, geht nicht anders, ne? Nö. Ich könnte sie auf den Boden richten, aber das, glaube ich, bringt uns nicht so viel. Oder du gehst hoch. Ich lass dich hoch. Und ich sterbe. Ich habe eine bessere. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wo das gehen würde. Halt mal den Hebel. Nee, Quatsch, halt noch nicht. Ich muss erstmal da hochkommen. So. Mach mal Hebel. Nee, mach noch keinen Hebel. Mach mal Hebel, bitte. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Danke. Kannst du den festhalten? Danke. Ich komme gleich wieder. Warte auf mich. Ich komme gleich wieder. Was ist, wenn du da drunter eine Kiste zauberst? Ah, ich komme hier nicht hoch jetzt. Weil hier hinten. Guck ich mal. Ah, verdammt. Doch. Aber ich krieg den Hebel nicht. Ich kann den Hebel nicht anfassen. Ich könnte jetzt nämlich eine Kiste hier auf den Kopf zaubern. Nein, versuch mal. Komm mal wieder zurück. Wohin? Und jetzt zauber unter dir mal eine Plattform. Eine Kiste. Hier hin? Unter dir, damit das genau in der Luft ist da. Ach, du meinst so. Ui. Nein, eine Kiste. Das Problem. Ah. Dass die halten nicht, die sind zu schwer. Genau. Und die Plattform? Warte. Kacke. Da ist übrigens hinten so ein schöner Regenbogen, hast du den schon gesehen? Hier oben? Nein. Hinten im Bild? Achso, du meinst jetzt? Ja, sehe ich. Echt schön. Wie kommst du hier hoch? Ich weiß es nicht. Ach, Leute, ich bin verwirrt. Schreibt in die Kommentare, wie das geht. Wir werden euch nicht hören können. Ja, sollen wir erstmal den Part hier beenden? Ja, wir haben doch hier einen Safe Point. Wir gucken mal im Part 8, wenn du dann der Host bist, weil ich glaube, dann sind wir dann ein bisschen erleuchtet. Und schauen da mal, wie es aussieht. Ja. Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt auch schon längst gesehen, wie das geht. Wir wissen es nicht. Mal schauen, was wir im nächsten Part rausfinden. Und bis dann und ciao. Tschüss.